Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich hier hoch wollte. Nun, hier ist ein Suchender. Und außerdem... jetzt fehlt mir wieder ein Mana. Ärgerlich. Wie viel brauche ich? 85? 100? Und dann noch 50. So, dann habe ich genau genug, um diese beiden Drachensnapper noch zu vernichten. Didum, didum. Vielleicht hätte ich auch alle drei mit einem Massensterben gekriegt. Gut möglich. Kann ich nicht ausschließen, aber das ist mir dann bei der Mischung hier aus Nah- und Fernkämpfern dann doch irgendwie zu heiß. Nee, aber was ich eigentlich machen wollte hier, eigentlich, ist... Hier auf dem Plateau gibt es nämlich noch jemanden, mit dem ich sprechen möchte. Erstens. Und dann zweitens möchte ich nochmal zu Sagitta gehen und schauen, ob die nicht auch noch Kronstöckel hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon leer gekauft habe. Ich muss aber ohnehin nochmal ins Söldnerlager. Weil Gründe. Ich verrate es nicht, aber es lohnt sich. Keine Sorge, es lohnt sich. Ich weiß, was ich tue. Hier erstmal ist Angar. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe sein Amulett dabei. Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Nee, keine Sorge. Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Okay. Ich werde Korenes verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Einige Probleme. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Bin schon unterwegs. Er musste es ja besser wissen. Was? Nein, 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 nein. Komm zurück an Bord. Komm zurück. Du bist ja schlimmer als ich. Ein bisschen mehr Entschlossenheit würde dir gut tun. Bis nachher. Tut mir leid, tut mir leid. Ich war zu schnell. Ich dachte, ich kann noch irgendwas fragen. Ich war einfach nur zu schnell. Erzähl dir doch nichts Neues. Mist. Naja, egal. Hey, ein Suchender. Zwei Suchende. Kriege ich die ohne Mana hin? Vielleicht sollte ich, um sicher zu gehen, eine Runde speichern. Vorher. Noch kann ich weglaufen. Im derzeitigen Zustand. Ja, das geht. Diese heiligen Tränen Innos sind schon großartig, muss ich sagen. Ah, und dieser Kampfrhythmus ist gut. Dreimal vor und dann einmal links, damit er nicht den letzten Schlag macht. Weil nach dem letzten Schlag macht er nämlich immer eine Pause. Da ist immer so eine Verzögerung drin. Keine Ahnung warum, ist aber so. Und mit der Technik kann ich mir das sparen. Interessant. Vor allem ist das interessant, weil ich ja bei einigen Folgen hatte ich ja richtig übel Probleme mit drei Suchenden auf einmal, die mich fast getötet hatten. Und jetzt mit dem Amulett halte ich einfach viel mehr aus. Großartig. Ich bin endlich so weit, dass die Suchende im Nahkampf sogar zu mehreren besiegen kann. Gut, wenn ich mir jetzt anschaue, wie angeschlagen ich bin, nach erst zwei und dann einem, dann würde ich sagen, ich will vielleicht nicht mich direkt mit drei anlegen auf einmal. Aber ansonsten sieht das auch gut aus. Okay. Ja, ich könnte rechts rumgehen. Das ist aber keine gute Idee, weil da noch mehr Suchende sind. Stattdessen würde ich mal Folgendes machen. Hier unten ist Wasser. Und hüpf. Yay, einmal ins Wasser springen. Ins kalte Wasser springen. Denn erstens, hier wächst Sumpfkraut. Das nehme ich mit. Dann ist hier noch ein Suchender, aber viel wichtiger als der Suchende ist, ich habe mich hier so ein bisschen umgeschaut und hier sind Dunkelpilze. Das ist so gut. Drei Dunkelpilze. Außerdem eine Drachenwurzel. Nee, stimmt nicht. Vier Dunkelpilze. Wow. Pilze sind super. So, 220 Mana. Leider nur 203 Lebenspunkte. Ihr wisst, was das heißt.
Pilze essen. For the win. Außerdem habe ich die Drachenwurzel gefunden gerade. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nach dem Butterfleisch nicht zu sehr auf die Taste hämmere. Denn danach kommt der Kronstöckel, den will ich nicht essen. Aber die Drachenwurzel esse ich. Denn ich möchte die Lernpunkte... Ach, verdammt. Du kleiner, schwacher Magier wirst es nicht mit der Macht des Meisters aufnehmen können. Wie gesagt, die... Wow! Wow! Das kam überraschend. Das kam aber so richtig überraschend, hey. Och nö, jetzt bin ich da oben wieder, habe ich nicht zwischendurch gespeichert. Ach, verdammt! Boah, hat es reingehauen. Ich hoffe mal, die hier macht den Trick nicht. Wie steht ihr das zu tun? Und warum halte ich diesmal so viel weniger aus als letztes Mal? Oh mein Gott, bin ich jetzt angeschlagen. Das funktioniert ja mal gar nicht so. Den Einzelnen schaffe ich jetzt nie wieder. Sagt die Uhr 11:35 Uhr. Ja, dann haue ich mich hier kurz aufs Ohr. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich benutze mal eben Bengas Bett. Ich bin mal so dreist, mich ein paar Minuten aufs Ohr zu hauen. Ja, nee, das muss sein. Okay. Ist das wirklich wahr? Gott, hat er gerade reingehauen, ist ja übel. Wer erzählt denn sowas? Halleluja. Aber nee, genau, die Pilze, die freuen mich natürlich, weil... Ja, okay, da fängt es schon wieder an. Ich möchte dich hier oben im Nahkampf besiegen. Na, da habe ich den Rhythmus verpennt. Da schon wieder. Sag mal, was ist denn los? So, geht doch. Da habe ich den Rhythmus geschafft. Den Suchenden geschafft. Nee, genau, die Pilze sind natürlich wichtig, um meinen Mana zu steigern. Ich weiß nicht, wie viele es noch in Irdorath. Gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber eine Sache ist sicher. Ich muss hier speichern. Und ich möchte gerne nochmal einen 5er Bonus von Pilzen kriegen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ob ich überhaupt nochmal 41 Pilze finden kann insgesamt. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe ja. Aber ich denke schon. So, Sumpfkraut und Sumpfkraut. Oh, Heilpflanze. Die nehme ich auch mit. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, erstmal die Pilze hier wieder einsammeln, die Drachenwurzel. Oh mein Gott, hat er reingehauen. Unglaublich. So, Drachenwurzel. Und die Pilze esse ich gleich, was soll's. Dann habe ich sie weg. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man ganz viele Pilze auf einmal isst, dann wird es langweilig. Ich weiß gar nicht, ich brauche 41. Ich glaube, ich brauche 41. Ich habe seit der letzten Steigerung keine Pilze mehr gegessen. Natürlich implizit mit der Annahme, dass ich... Oh Gott, da ist noch so einer. Also komm ich nicht so. Es sind zwei sogar. Ein Kampf. Dann mache ich das mal eben so. Na. Na? Na? Jetzt aber. So, und bevor der andere hier jetzt auftaut, speichern. Nicht, dass er hier wieder einen Feuerregen macht und mich umhaut. Oder umnietet. Ich verbiete dir, den Feuerregen zu casten.
Das sieht gut aus. Stufe gestiegen. Das heißt, ich kann nochmal... Kann ich meinen Mana nochmal steigern? Das reicht nicht für 5 Punkte, leider. Aber das ist ja nicht wild. Ich kann ja einfach mal so viel steigern, wie ich überhaupt... Ich wundere mich wie möglich ist, sage ich mal. Gut. Wo ich hin wollte, ist folgendes. Das geht auch von hier aus. Ich brauche nur eben ein Stepperkraut. Damit es ein bisschen schneller geht. Ich will jetzt hier nicht wieder in irgendwelche Suchen reinlaufen. Es gibt hier rechts noch welche. Zwischen hier und den beiden Agenturen gibt es noch ein paar Suchende. Die werde ich jetzt aber erstmal nicht erledigen, sondern dann muss ich nochmal schlafen vorher, um mich zu heilen und das Mana aufzufüllen. Ah, nein, ich möchte hier zu den Banditen. Zu Dar, um genau zu sein. Warum? Seht ihr gleich. Hey! Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ich habe den Eindruck, hier fehlen einige Söldner. Klar, das ist doch so. Sevio ist über alle Berge und hat die halbe Mannschaft mitgenommen. Mir egal. So habe ich eine größere Chance, bei Lys Jungs was zu werden. Mir fehlt nur noch der Knaller. Wenn ich einen Beweis erbringen könnte, dass ich ein richtig harter Kerl bin, könnte ich vielleicht sogar zu Lys Leibgarde aufsteigen. Wie soll das aussehen? Ich weiß nicht genau. Irgendeine Ork-Trophäe wäre nicht so schlecht. Hm. Sowas wie ein Zeichen der orkischen Anführer oder so. Eine Standarte, ein Armreif oder Ring oder ähnliches. Mit sehr viel weniger kann ich hier keinen Eindruck schinden. So viel ist schon mal klar. Ja, wie schön, dass ich sowas habe zufällig. Ich habe die Ork-Trophäe, die du suchst. Was schleppst du mir denn da an? Den Ring eines orkischen Kriegsherrn. Das ist allerdings... Was willst du dafür haben? Was kannst du mir anbieten? Entweder du nimmst Geld oder dieses Amulett, das ich... Nun sagen wir, vor einiger Zeit erworben habe. Es verbessert deine Geschicklichkeit. Hab's selbst schon ausprobiert. Ich brauch kein Amulett. Ich hab die Tränen in Oss. Gib mir Gold. Okay. Ich geb dir 1200 Goldmünzen dafür. Hui, das klingt nach einem Deal. Abgemacht. Hier hast du den Ring. Danke. Bin schon gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Gut, was ich ihm jetzt halt nicht verraten habe, ist, dass der Ring die Stärke um 20 senkt. Aber hey, tja, er wollte ja nur ein Zeichen. Er hat nie gesagt, dass er es auch tragen will. Hey, Thekla. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Das war's. Ach, Mist. Schade. Das hat leider nicht funktioniert. Ja. Habe ich irgendwas noch zu verkaufen? Mal schauen. Nicht wirklich, oder? Man weiß gar nicht. Bin so ziemlich alles schon los, was ich loswerden wollte. Naja, zur Not. Ja, komm, ich habe 300.000 Gold. Das sollte fürs Nötigste reichen. Hast du vielleicht Kronstöckel? Nee, ne? Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir... Nee, die hat... Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Alle reden nur noch von dem bevorstehenden... Na okay, ich glaube, das kennen wir auch. Dann 13.37 Uhr. Hehe, es ist Lied-Uhr. Das ist zu weit entfernt. Ja, Mann, dann geh einen Schritt hin. Ist doch nicht so schwer. Guck, hat funktioniert, oder? War das jetzt so schwer? Nee, war es nicht. Also. Dann würde ich jetzt zu Sagitta gehen. Keine Ahnung, sag du es mir. Und am Wegesrand ist nochmal ein Schreiner, dem ich beten kann. Kriege ich nochmal einen Mana-Punkt. Durch Lernpunkte kann ich nochmal 3 steigern, dann bin ich bei 4. Ich müsste dann noch einmal... was macht denn der Suchende? Moment. Bevor das wieder ausartet mit dem Feuerregen. Sicher ist sicher. Du kleiner Sch...
Kann ich Magie eigentlich blocken? Keine Ahnung. Hab's gerade versucht, aber hat halt zufällig nicht viel zaubert in dem Moment. Schade. Müsste ich mal herausfordern, so ein bisschen. So ein bisschen provozieren. Beziehungsweise. Ja, nee, wie soll das gehen? Ich kann ja die Magie nicht anvisieren. Also müsste ich quasi in Nahkampfreichweite stehen, während jemand einen Fernkampf auf mich macht und dann rechtzeitig blocken, um den Fernkampf abzublocken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vor allem erfolgreich. Aber gut, Sagitta, du hast auf jeden Fall einen Alchemietisch. Und bis ich dort bin, ist die Folge auch schon fast zu Ende. Ich will mal schauen, genau, ob sie Grundstöckel und oder Tränke des Geistes oder Elixier des Geistes hat. Und, nun, ich sag mal so, das Elixier des Geistes kostet 1500 für 5 Mana, das ist kein so ein guter Deal. Da kriege ich für 300 Gold einen Mana, deswegen ist Beten eigentlich besser. Aber andererseits weiß ich nicht mehr, wie oft ich beten kann. Ich habe schon relativ oft gebetet. Und, naja, Quatsch. Was sage ich denn? Ich möchte so oft wie möglich beten und die restlichen paar Punkte fülle ich dann schon noch irgendwie auf. So, Mana plus 1. Es geht nämlich, glaube ich, 20 Mal insgesamt. Weiß nicht, bei wie viel ich jetzt bin. 10? 12? Hat irgendjemand mitgezählt? Ich nicht. Dürfte noch ein paar Mal gehen. Ist auf jeden Fall ein besserer Deal und ein bisschen Gold kann ich immer irgendwie auftreiben. Zur Not verkaufe ich wirklich Ausrüstung, die ich vielleicht noch brauchen könnte oder die ganzen Zauber, die ich wahrscheinlich doch nicht mehr brauche. Kriege ich schon irgendwie hin. Was habe ich gesagt, wie sie heißt? Doch, Sagitta. Ah! Heile mich. Lass mich... Bin ich jetzt auch mana-technisch aufgefüllt? Ja. Weiß aber nicht, ob das vorher schon so war. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Kronstöckel, immer noch. So, wir haben hier Snapperkraut, Sonnenallure, Feuernessel, Heilwurzel, Heilkraut. Leider kein Kronstöckel, leider auch nicht die Tränke, die ich mir selber brauchen möchte. Aber dafür einen Alchemietisch. Welche Ware hast du anzubieten? Nun gut, dann mach ich jetzt Sag mir, was du willst. Folgendes. Kann ich denn, wie heißt die? Mana-Extrakt. Kann ich Mana-Extrakt denn brauen? Mal so gefragt. Die Tränke. Mana-Extrakt. Tatsächlich, ich kann Mana-Extrakt brauen. 2 Feuerkraut und einem Feldknöterich. Dafür brauche ich Laborwasserflaschen. Welche? Sag mir was. Wie Feldknöterich habe ich? 55, mehr als genug. Oh, Moment. Was brauche ich dafür? Moment. Nicht, dass ich hier jetzt... Mana-Extrakt braucht Feuerkraut. Okay, keine Feuerwurzel. Alles gut. Mana-Essenz, Feuernesseln, Mana-Extrakt. Oh, das ist doch Mana-Elixier, was ich suche. Sag mir... Ich will die 100er Tränke. Ich will die 100er Tränke. Ich brauche die Feuerwurzel. Nee, dann muss ich vorsichtig sein. Dann muss ich mir jetzt zuallererst diese Steigerungstränke machen, weil ich glaube... Nee, stimmt gar nicht. Es gibt noch einen Kronstöckel im Spiel. Oh mein Gott, es gibt noch einen Kronstöckel. Wie konnte ich den vergessen? Natürlich gibt es den noch. Der ist nämlich in der Erweiterung. Da werde ich dann beim nächsten Mal sein. Und dann... Wisst ihr was? Nee, Quatsch. Ich werde hier offscreen trotzdem... Es gibt ja bei den Teleportern... Bei dem Portal gibt es, glaube ich, einen... Genau, bei dem einen Teleporter. Quatsch, bei dem Portal in die Erweiterung gibt es einen Alchemietisch. Da werde ich das Ganze offscreen mal machen, soweit ich bin. Und dann habe ich noch einen einzigen Kronstöckel. Den kann ich dann auch onscreen noch zu Tränken verarbeiten. Zu einem Trank verarbeiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns erstes Mal wieder nächstes Mal in der Erweiterung. Wenn ich den letzten Kronstöckel im Spiel meines Wissens nach besorge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue lieber nochmal nach, ob ich nicht noch irgendwo einen Kronstöckel übersehen habe. Aber so wie es aussieht, kann ich meinen Mana um 18 plus 90, 105 plus den Kronstöckel, den ich noch hole, 110 steigern. Elixier des Geistes, genau. So, ich werde jetzt hier offscreen erstmal ganz viel Tränke brauen
Und dann werde ich zum Grundstück gelaufen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Auf Wiedersehen.